Hallo, mein Name ist Jenny Mensing und ich erzähle heute ein bisschen was über die Swimtools. Grundsätzlich benutzt man jedes Equipment, was man mehr oder weniger in seinem Schwimmsack mal findet. Man benutzt das Poolkick, man benutzt die Flexpaddles, also gerade die Rückenschwimmer mehr die Flexpaddles. Die Flossen ist das beliebteste Equipment überhaupt, denke ich mir, bei jedem Schwimmer. Anti-Paddles, den Stretch-Cord und das ganz normale Brett E, ja. Das Poolkick wird größtenteils fürs arme Schwimmen benutzt, hauptsächlich fürs arme Schwimmen. Aber man kann mit dem Poolkick auch Wassergefühlsübungen machen, indem man es zwischen den Beinen lässt und halt nur die Arme bewegt und die Beine komplett ruhig sind. Durch dieses Poolkick hat man eine höhere Wasserlage, da fallen die Beine halt nicht runter und da kann man sich besser auf die Arme konzentrieren. Ansonsten kann man das Poolkick, manche benutzen es auch zum Beineschwimmen. Ich habe fürs Beineschwimmen ein extra Brett, weil ich doch mehr mag, wenn es ein bisschen größer ist, nicht so ganz klein. Die Flexpaddles, die benutze ich nicht allzu oft, aber schon ab und zu, gerade wenn man jetzt zum Beispiel so Rutsch, also wirklich Gefühlsübungen, Rutschübungen und so ein bisschen auf Druck schwimmt, weil man doch mit den Paddles mehr Druck entwickelt als normal ohne die Paddles. Und da ziehe ich dann meistens auch die Flossen zu an, weil dadurch die Wasserlage auch nochmal ein bisschen höher ist und man sich wirklich auch auf die Arme konzentrieren kann. Mit den Paddles ist man auf jeden Fall schneller als ohne die Paddles, dadurch, dass man ja eine größere Fläche zur Verfügung hat, mit der man seinen Armzug gestaltet, ist man auf jeden Fall schneller. Man kann sagen, dass mit dem Paddles schwimmen ist zu wohl. Es ist eine Technikübung, man kann aber auch das als Kraftausdauer machen. Viele benutzen ja die Paddles auch dafür, nur Arme zu schwimmen. Und dann schwimmen sie nicht halt nur, sage ich mal, 100, 200 Meter, sondern auch mal 1500 Meter am Stück oder sowas. Das kommt auch schon mal vor. Oder man macht eine Serie von 4x200 mit den Paddles. Also, da ist es dann doch schon eher, wo es dann in die Kraft und in die Ausdauer reingeht. Aber wenn ich mich auf die 50 Meter jetzt gerade auch mit den Flossen spezialisiere, dann ist es doch eine Technikfrage auch. Die Flossen, das ist, glaube ich, das Lieblingstool jedes Schwimmers, weil mit den Flossen geht alles leichter als ohne die Flossen. Die Flossen werden benutzt, um nur Beine zu schwimmen oder man schwimmt mit den Flossen Gesamtlage oder man macht Technikübungen mit den Flossen. Gerade beim Wettkampf sind die Flossen doch immer dabei, weil die Flossen werden dann nach dem Wettkampf angezogen, um auszuschwimmen. Viele schwimmen hauptsächlich nur mit den Flossen aus, weil es leichter ist. Man muss sich nicht so viel bewegen. Man kann langsame Bewegungen machen und bewegt sich trotzdem ein Stück vorwärts. Ich habe schon die normalen Flossen von Arena, die ein bisschen breiter sind. Aber es gibt auch die Technik-Fins. Oder es gibt auch ganz normal, die Kinder fangen an mit den geschlossenen Flossen. Die sind dann ein bisschen kürzer auch, weil die sollen ja auch erstmal lernen zu schwimmen. Da die Flossen sollen das, die erleichtern das halt ein bisschen am Anfang auch. Ich benutze wirklich nur noch die Technik
also diese etwas breiteren Technikflossen von Arena, mit denen habe ich wirklich optimalen Druck und die längeren brauche ich da gar nicht für. Den Schnorchel, den benutze ich schon ab und zu auch noch, gerade beim Kraulschwimmen, weil da kann man sich wirklich auch mal schauen vorne, wie die Technik ist. Beim Rückenschwimmen ist der Schnorchel nicht unbedingt vorteilhaft, aber ansonsten gerade fürs Kraulschwimmen ist der Schnorchel, also wenn, dann benutze ich nur fürs Kraulschwimmen und oder auch einfach mal, um Technikübungen zu machen fürs Kraulschwimmen oder man schwimmt auch manchmal Beine mit dem Schnorchel. Grundsätzlich, wenn es neues Equipment gibt, bin ich erstmal aufgeschlossen, weil jedes Produkt ja doch schon so entwickelt wurde, dass es für die Schwimmer auch zur Benutzung zur Verfügung steht. Man probiert es aus, dann schaut man natürlich, bildet sich seine eigene Meinung darüber und viele Sachen passen auf jeden Fall. Einige Dinge finden keine, also nicht unbedingt die große Beachtung bei mir. Die Farbe, ja, das hat sich entwickelt. Ich habe damals, als ich mit dem Schwimmen angefangen habe, noch das uralt Poolwolf in Gelb und ich habe das immer noch. mittlerweile, ja, also die Farben sind teilweise schon wichtig. Ich stehe nicht unbedingt auf Rosa. Aber Grün und so und Schwarz, das passt. Ich habe, wie gesagt, das uralt Poolkick noch, ich habe das Gelbe. Ich benutze es auch, solange es auseinanderfällt. Und wenn es dann auseinanderfällt, werde ich mich für eine andere Farbe entscheiden.